Zum Infrastructure Review vom RC3 2020. Was zur Hölle ist passiert? Wie konnte das passieren? Zusammen mit mir ist Little Worm. Der hilft mir mit den Slides und vielem anderen. Ich würde mal sagen, es war ein echtes Fuck-up. Also mehr Leute, mehr Teams, mehr Streams, mehr alles. Und das erste Team und Little Worm, die ich jetzt zeige, ist das erste Team ist der Schock. Hallo, ja, ich bin da. Hallo, ich muss zum Schock gehen. Ja, es ist ein echter Stress. Wir hatten nur 18 Heralds für die Talks, RC1 und RC2. Und wir haben 51 Talks angestellt. Alle waren zu Hause, was echt anstrengend war. Wir hatten alle eine Tonne Excitement und Anstrengung. Hier kann man sehen, was wir gesehen haben. Und ja, und so sieht das dann in echt aus. Uff, ja, das war schon hart, echt für uns. Also wir hatten hier die Setups, die wir hatten. Wir waren echt glücklich, dass wir einen total neuen Operation Center aufsetzen mussten. Was wir wirklich wollen, dass wir es auf YouTube reviewen können, das war echt sowas von anstrengend. Und wir hatten ungefähr... Achtung, wir sind ein bisschen unvorbereitet. Ich muss meine Notizen hier haben. Es waren 20 Teilnehmer, die ein neues Team am ersten Tag gemacht haben. Sie haben 23 Shows gemacht, 10 Hours Videoaufzeichnungen. 20 Mal war der Pizza hier und wir haben 23 Mate Bottles während der Preps getrunken, weil alle diese Leute online sein mussten, die komplette Zeit. Also mein ganz großer Applaus für diese Leute. Das war echt cool, was die gemacht haben. Danke, was ihr gemacht habt. Danke, was ihr auf den Stream gepackt habt. Das war ein tolles Team und wir hoffen, dass wir mehr von euch sehen. Yusuf, bitte übernehme. Oh no. Mein Fehler. Ist der Heaven soweit? Wir müssen jetzt zum Heaven Infrastructure Review gehen. Okay. Du hörst mich noch? Ja, hallo, ich bin der Raziel aus dem Heaven und yeah, Heaven is ready, so welcome. Himmel ist bereit, willkommen, ich bin Raniel aus dem Heaven und ich stelle euch die Infrastructure Review vom Heaven Team vor. Wir haben Statistik über die Engel vor ein paar Stunden vorbereitet und dieses Jahr haben wir nicht so viele Engel wie im vergangenen Jahr, weil das Event ja remote war. Aber wir hatten 1487 Engel, die registriert waren und 710 davon sind angekommen. Und von 300 davon haben wenigstens eine Schicht übernommen. Und insgesamt ist die Arbeit bis jetzt beträgt sich auf 75 Wochen. Und für die RC3 World haben wir auch ein paar Goodies vorbereitet. Leute konnten uns besuchen und wir haben ihnen dafür ein paar Badges gegeben und jeder Engel, der zum Beispiel unser
unseren abgelaufenen Feuerlöscher gefunden hat und auch ein Feuer im Himmel gelöscht hat, hat einen Badge bekommen. Das erste Badge davon haben 232 Engel bekommen und noch weniger, aber 125 Engel haben es geschafft, uns helfen, das Feuer zu löschen, das im Himmel ausgebrochen ist. Und mit diesen Zahlen springen wir jetzt auch in unseren Heaven. Und ich möchte euch ein paar Impressionen davon zeigen. Wir hatten ein ordentliches Team, das herausfinden sollte, was der Himmel tun könnte. Und wir brauchen jedenfalls unser Heaven-Büro. Und das haben wir auch mit Respekt für eure Privatsphäre getan oder Datenschutz. Das heißt, unsere Wolken waren so weiß wie je zuvor. Das heißt, wir konnten euren Nickname nicht sehen und ihr konntet einfach arbeiten, ohne dass wir euch nach eurem Namen fragen mussten. Aber wir haben auch ein paar Geheimgänge vorbereitet zu unserem Backoffice. Im echten Event passiert es immer wieder, dass manche Abenteurer ihren Weg in unser Backoffice finden. Und die Möglichkeiten mussten wir jetzt auch wieder bereitstellen. Und manche Abenteurer haben versucht, den Weg in unser heiliges Backoffice zu finden, aber nur wenige waren auch erfolgreich. Wir hoffen, dass jedenfalls alle ihren Weg wieder zurück in die echte Welt aus unserem Labyrinth gefunden haben. Und wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut, um ein paar extra Updates für unsere Engel bereitzustellen. Wir wollten ein bisschen Multi-Instance-Support bereitstellen. Das heißt, manche unserer Engel haben es auch geschafft, sich zu teilen und mehr als einen Engel gleichzeitig zu bedienen. Das heißt, wir haben versucht, die gleichen Dinge bereitzustellen, die wir auf dem Kongress auch machen würden, aber jetzt eben aus unseren Büros in der Ferne. Und eine letzte Sache, die normalerweise nicht gesagt werden muss, aber dieses Jahr mit diesem sehr anderen Event ist es, glaube ich, wichtig oder notwendig, dass der Himmel als Repräsentationsinstanz für die Leute, die dieses Event großartig machen, dass der Himmel sagen muss, was wir normalerweise für gegeben annehmen. Und das ist vielen Dank für eure Hilfe. Vielen Dank für alle Teilnehmenden, alle Teams, die es geschafft haben, unseren echten Kongress, den viele, viele dieses Jahr nicht erleben konnten, auf eine neue Bühne zu bringen. Wir haben es online versucht, das hatte seine Höhen und Tiefen, aber ich glaube immer noch, dass es ein großartiges Abenteuer für alle war. Und aus dem Team kann ich nur sagen, vielen Dank und ich hoffe, ich sehe euch alle in der Zukunft wieder bei einem echten Event. Tschüss und frohes neues Jahr. Hallo. Hallo zurück. Wir springen jetzt zu den Signalengeln. Die Signalengel soweit. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Willkommen zum Infrastructure Review der Signalengel. Also ich habe ein paar Sachen vorbereitet für euch. Das war für uns das erste Mal, dass wir ein vollständig remotes Q&A-Frage- und Antwort-Programm durchgeführt haben. Wir hatten ein paar Erfahrungen vom DVOG und wir hatten ein bisschen Unterstützung von da bekommen, aber um das nur zu vergleichen,
ein Signalengel im Raum haben, dort, der dort Harold redet auf der Bühne, und dann haben wir ein Mikrofon. Studio-Mikrofon und ein Headset, und dann machen die das. Und remote konnten wir das natürlich so nicht machen. Because, well, it would be, es wäre jetzt nicht anstrengend, gute Audio-Systeme von solchen brauchten, also eine neue Remote-Procedure. Also haben wir entschieden, dass wir das, die Kommunikation über ein Pad machen, wir auch die Fragen in das Pad sammeln, und dann kann der Harold die vorlesen und dann gegenüber dem Speaker aussprechen. Und wir hatten 157 Schichten. Ja, 57. Und davon sind 5 nicht gefüllt worden am Anfang, weil es nicht genug Leute gab, die bereits da waren zu dem Zeitpunkt. Und aus diesem technisch hatten wir mehr als 5, weil für ein paar Gründe es gab DJ-Sets, die nicht wirklich Talk sind, und die haben natürlich dann auch keine Frage-Antwort-Sessions. Wir hatten 61 Angels mit 4 Supportern unterstützt. Ja, weitere 60 zusätzliche Angels wollten eigentlich dabei machen, aber die dann bei der Introduction nicht dabei gewesen sind. Und für jede Session haben wir ein Pad erstellt, wo die Fragen reinkommen von IRC und von Twitter, und wo wir dann ein bisschen, wir haben ein bisschen mehr Pads als Talks. Wir haben da ein paar Statistiken, wie viele Fragen pro Talk reingekommen sind. Was wir normalerweise erwarten, ist, dass es eine Frage pro Linie gibt, und ein paar haben mehr als eine Zeile gebraucht. Deswegen, wenn es strukturierte Fragen mit Abschnitten gewesen ist, ein paar Fragen wurden gelöscht von den Angels, wenn sie fertig waren. Und es gab auch ein bisschen Chat zwischen Harold und Angel in den Pads gewesen. Wir haben ein Python-Script gehabt, das sich die mal anguckt, die dann zählt und die Header herausnimmt. Und am Ende hatten wir 179 Pads und 1780 Zeilen, wenn wir jetzt die statischen 9 Zeilen pro Pad rausgenommen haben. Das heißt, wir ungefähr 9 Fragen, also ungefähr Fragen, aber es ist eine abschätzbare Zahl pro Talk. Genau. Talk and walk. Und bis ich daraus gelernt habe, nie die Einleitung verpassen. So the next in line are the line producers. Als nächstes kommt die Aufnahmeleitung. STB, bist du da? Ich bin hier. Tatsächlich. So. So, the people a bit. Die etwas Älteren erinnern sich vielleicht an diese Melodie, schlecht gesungen von eurer Wenigkeit und anderen Mitgliedern der Aufnahmeleitung. Und warum das relevant für uns ist, darauf komme ich später zurück. Was macht die Aufnahmeleitung? Es ist die Kommunikation zwischen allen, die an der Produktion beteiligt sind, denen sowohl hinter als auch vor der Kamera. Und unsere Arbeit begann sehr früh, im Grunde Anfang November, als wir die Speaker technisch vorbereitet haben und ein bisschen mit ihnen geübt, geprobt haben, den Studios zu ermöglichen, die Produktion tatsächlich zu koordinieren. Die technische Seite wurde vom VOC übernommen, davon hören wir später noch mehr zu, aber all diese Menschen zu synchronisieren und dazu zu bringen, gut zu arbeiten, das war eine große Herausforderung, und das hat eine Menge Mumbles erfordert mit vielen Menschen darin.
Wir haben uns nur um die zwei Hauptkanäle gekümmert. Es gibt noch viele weitere Kanäle, die unabhängig von den von dezentralen Organisationen bespielt werden. Dazu hören wir gleich noch mehr. Aber wir haben Informationen bereitgestellt und versucht, Wiki-Seiten mit relevanten Informationen zu füllen. Und das war unsere Hauptaufgabe. Was bedeutet das spezifisch, das Produktionssetup? Wir hatten 25 Studios, hauptsächlich in Deutschland, auch eines in der Schweiz. Die haben Aufnahmen vorproduziert für manche Speaker. Viele hatten auch Live-Setups für ihre eigenen Kanäle und auch für die zwei Hauptkanäle. Und ich habe alle aufgelistet, die an der Live-Produktion beteiligt waren. Es gab 19 Kanäle insgesamt. Eine Menge Sachen sind passiert. 25 Studios und 19 Kanäle, die Inhalt dieser Studios gesendet haben. Das ist also so ähnlich wie Eurovision, wo du verschiedene Studios hast, die und dann versuchst, den Inhalt zusammenzufügen. Das VOG hat den technischen Teil dieser Aufgabe hervorragend erledigt, aber tatsächlich alle auf den gemeinsamen Stand zu bringen, das war nicht einfach. Wir hatten über 350 Talks insgesamt, 53 in den Hauptkanälen und all das zu koordinieren, damit wirklich alle die Speaker-Informationen haben, die sie brauchen, und all diese Organisationsarbeit war wirklich eine Menge Arbeit. Wir hatten kein Studio für die Hauptkanäle, aber die Live-Kanäle haben tatsächlich die Produktionsstätten für die Speaker bereitgestellt. Das heißt, wir können uns die nächste Slide anschauen, da sind noch ein paar mehr Zahlen und ein paar Bilder von uns bei der Arbeit. Wir hatten 53 Talks in den Hauptkanälen. 18 davon waren im Voraus aufgenommen und wurden dann abgespielt. Wir hatten 3, wo Leute tatsächlich vor Ort in einem Studio waren, wo sie ihren Talk gehalten haben. 32 wurden live über das Internet gestreamt, so wie ich jetzt, mit verschiedenen technischen Teilen, die euch das VOG gleich genauer erklären wird. Wir hatten eine Menge Q&As. Ich weiß nicht genau, wie viele Talks tatsächlich Frage- und Antwortsegmente hatten, aber die meisten hatten das und die waren immer auch live. Wir hatten 63 Speaker insgesamt und für die haben wir auf jeden Fall die Live-Frage- und Antwort-Session vorbereitet. Wir haben ihnen mit dem Setup geholfen, mit der Aufnahme geholfen, wenn sie ihre Talks im Voraus aufnehmen wollten. Und wir haben für jeden Speaker 1 bis 2 Stunden Arbeit aufgewendet, um sicherzustellen, dass sie in guter Qualität auf dem Bildschirm aufteilen. Und dann während der 4 Tage mussten wir natürlich zwischen dem Master Control Room und den Studios koordinieren, um sicherzustellen, dass die Speaker da waren, wo sie sein mussten, und um technische Probleme gleich auszubügeln. Falls zum Beispiel die Aufnahmeleitung Probleme gemacht hat oder Fehler gemacht hat und ein Talk nicht rechtzeitig rausgehen konnte, dann haben wir die Arbeit übernommen. Vielen Dank nochmal dafür euer Verständnis. Und Entschuldigung, falls es manchmal erst am Tag 2 geklappt hat, euch auf den Bildschirm zu bringen, aber ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, das noch auszubügeln. Das ist alles von der Aufnahmeleitung und ich glaube, als nächstes ist das VOG dran. Thank you. STP, ja, das ist richtig. Als nächstes ist Kunzi und Michu Alex, die auf uns warten. Das ist Franzi vom VOG. 2020 war das, ja. Hi, hier ist Franzi vom VOG. 2020 war das Jahr der verteilten Konferenzen. Wir hatten 2 DVOGs und die FOSCON, um zu lernen, wie wir Remote Calls mit einer Menge Sachen und Jitsi-Aufzeichnung machen. Wir hatten eine Menge andere Events, die einfach nur Streaming waren, also Business as usual. So für RC3 haben wir das erweitert für 2 weitere Locations. Jetzt sind es 7 mit einer totalen Bandbreite von ungefähr 80 Gigabits pro Sekunde. Wir hatten 2 neue Mirrors für media2ccc.de.
Jetzt haben wir auch das Frontend ausgerollt. Wir haben zwei neue Transcoder, AFAS und Hans Cesita. Wir haben jetzt 10 AFAS mit eigenen Produktionen auf media.ccc.de. Also die Frage ist, wird es, ja, skalieren wir das gut? Slide. Wir sehen, dass es tatsächlich gut gescaled hat. Also wir haben Content für 25 Studios und 19 Channels produziert haben. Also wir haben echt eine Menge Recording, die wir auf Media.ccc in den nächsten Tagen dann publizieren werden. Meine wurden bereits publiziert. Das heißt, wir haben eine Menge Content, die ihr euch angucken könnt. Und jetzt wird Alex etwas erzählen über den technischen Teil. Ja, hi, ich bin Alex. Aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Organisation. Ich war zwischen dem VOG und dem eigentlichen Produktionsteam und wir hatten zwei Main Channels, 1 und 2, und die wurden von den Studios produziert, die auf dem ganzen Land irgendwo gelegen haben, und diese gingen in unser Industry Lay, in Ilmenau. Ilmenau waren die Leute, die die Translations gemacht haben und die Records gemacht haben und das dann zurück publiziert haben. Zum anderen Studios haben ihre eigenen Channels produziert und die gingen auch von anderen Studios, die dann Mixdown gemacht haben und dann CDN gelesen gemacht haben, und wir haben es dann zu den Studios publiziert. Das ist nicht der gleiche Setup, wie wir das im letzten Jahr gehabt hatten. Auf der nächsten Slide kann man sehen, wo das hinführt. Eine Menge Kommunikation. Wir hatten das Lime Producing Team, wir hatten die Produktion in Ilmenau, die wir koordinieren mussten. Wir hatten die Studios, wir hatten die Studio Angels, wir hatten ein paar Leute hier, ein paar Leute CDN, ein paar Webleute. Wir hatten ein bisschen Dokumentation. Dann haben wir uns einfach mal die Pfade für die Kommunikation aufgezeichnet. Weil die alle plottet, dann sieht das wirklich aus wie die Welt, aber es fühlt sich so an, als ob man total verloren hat. Wo seid ihr gerade? Was man da alles kommunizieren muss, ist ganz schön kompliziert. Aber lasst uns mal die Studios angucken. Das ist jetzt das Studio von Kunzi. Auf der nächsten Slide sieht man das Studio-Setup von chaoswest.tv. Danke, Chaos West, für die Produktion für euren Channel. Auf der nächsten Slide sieht man das Wikipacker-Fernsehstudio von WTF. Absolut nicht sendefähig, Chaos auf Recording. Aber ein paar Studios sehen mehr nach Studios aus. Das nächste ist das Hack. Beim Hack seht ihr ein paar Bloopers, mit denen wir arbeiten mussten. Zum Beispiel hier seht ihr gerade, da war eine Katze auf der Kamera. Und Alex sagte jetzt noch ein bisschen was über die offene Infrastruktur. Genau. Hier kann man sehen, es ist ganz schön schick und künstlerisch. Wenn man es genau anguckt, dann sieht es ein bisschen Hacker-mäßig aus. Und auf der nächsten Studio sieht man das Chaos-Studio Hamburg. Ja, genau. Im Chaos-Studio Hamburg hatten wir zwei normale Workcases, wie ihr sie von den normalen Konferenzen kennt. Und die produzierten auf der On-Site im normalen Studio. Und als sehen wir noch ein paar Bilder von der Chaos.tv. Sieht auch eher aus wie ein normales Studio. Da hatten wir Distanz, Masken, all die Sachen, die wir machen mussten, damit wir trotzdem in der gleichen Location sein konnten. Aber lass uns mal die guten Sachen angucken. Also ein kleines Problem. Das zweite Mal, als wir zusammensitzen und uns unsere schönen Kaffee angeguckt haben. Oh, viel mehr Connections, da kommen viel mehr Leute rein. Haben wir uns gefragt, wie machen wir unsere Cache an? Das wissen wir nicht. Aber die Nummer der Verbindungen wurden immer mehr.
Was macht man jetzt? Naja, wenigstens gucken Sie die Streams ja an. Wenn wir auf Webseite sind, dann ist es ja egal. Der Ingest funktioniert ja. Und dann haben wir auf einmal uns das anguckt, naja, irgendwas hat vielleicht doch nicht so gut gefällt. Und dann sahen wir die nächste Slide, das Problem. Wir haben ziemlich schnell geswitcht von, oh, wir gucken auf diesen Traffic Graph. Und dann dachten wir uns, das müssen wir uns mal genauer angucken. Wir bekommen so viele Messages auf Rocket Chat und Twitter und dann mussten wir auf einmal eine Menge Fragen und eine Menge Phone Calls und so weiter. Dann mussten wir priorisieren. Erst die Hardware, dann die Kommunikation, sonst wird die Kommunikation nicht aufhören. Und da sehen wir das, wo das Problem eigentlich war. Wir hatten eine Menge Verbindungen auf unsere Stream-Webseite, dann zu den Load Balancer und dann zu den DNS-Servern. Und eine Menge von denen waren irgendwie deformiert. Das wirkte fast wie ein bisschen wie Spam. Aber wir mussten vor allem auch mit den passiv-aggressiven Nachrichten von allen möglichen Leuten klarkommen. Wir können doch mit Streaming arbeiten, was macht er denn hier? Und dann haben wir mit dem Infra-Team zusammengearbeitet. Wir skalieren und dezentralisieren. Wir müssen nicht mehr Bandbreite nutzen, wir können euch mehr Bandbreite bieten, wenn ihr das wollt. And then, now tearing everything down. Wollen wir es jetzt runterbrechen? Es ist die Zeit, alles runterzuschalten? Nein. Die Studios können ihre Endpoint behalten und die können weiter streamen, einfach wie ihr wollt. Verfragen. Wir wollen in Kontakt mit euch bleiben und mit den Studios und wir wollen Content mit euch machen und eure Software verbessern. Zum Beispiel das ISDN, das Internet Streaming Digital Node, das Projekt, ein Projekt für Recording-Settings für kleinere Kameras, um zwei Speakers. Das braucht auf jeden Fall Developer und Kevin braucht Entwickler und Tester. Was ist Kevin? Ja, da haben wir noch eine Slide für gepackt. Kevin steht kurz für Killer Experimental Video Internet Noise. Wir wollten ursprünglich OBS Ninja benutzen, aber da gibt es ein paar Lizenzprobleme. Nicht alles ist bei OBS Ninja ist Open Source und deswegen haben wir uns entschieden, unser eigenes OBS Ninja ähnliches System zu coden. Wenn ihr daran arbeiten wollt, dann meldet euch bei uns oder schreibt ins Wiki. Das ist alles vom VOG. Und dann gehen wir jetzt zu C3Lingo. Aus C3. Oscar ist im Studio auch. Ja, hallo. Hi. Ich bin Oscar von C3 Lingo. Wir springen direkt in die Statistik. In die Statistik auf unseren Slides. Wie ihr seht, haben wir 138 Vorträge diesmal übersetzt. Und es sind viel weniger Sprachen als auf den anderen Chaos-Events bisher. Weil das Team für die Zweitsprachen, das also alles andere macht, alle Sprachen übernimmt, die nicht Deutsch und Englisch sind, konnten wir nur 5 Vorträge ins Französische und 3 ins Brasilianisch-Portugiesische übersetzen. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Vorträge wir übernommen haben, dann sehen wir, dass wir auf den Hauptbühnen, also RC1, RC2, alle Vorträge übersetzen konnten. Und in den anderen Sprachen
haben wir nur 15% der Vorträge übersetzen können. Und 70%? Und ansonsten haben wir 68% auf den anderen Bühnen übersetzen können, aber nicht, keine davon wurden in andere Sprachen als Deutsch oder Englisch übersetzt. On the next slide, ein paar globale Statistiken. Wir hatten 36 ÜbersetzerInnen, die insgesamt 106 Stunden und 7 Minuten Vorträge in andere Sprachen übersetzt haben, simultan. Und die meisten Stunden, die jemand übernommen hat, waren 16 Stunden. Der Durchschnitt liegt bei ungefähr 3 Stunden Übersetzung im Laufe des gesamten Events. Alright. Then, ich habe auch noch ein paar Anekdoten, die ich erzählen kann und ein paar Leute, die ich nennen will. Wir hatten 2 neue Übersetzende. Wir hatten mit dem digitalen Format neue Probleme. Zum Beispiel manchmal, wenn 2 Menschen übersetzen, beginnt eine Person etwas zu übersetzen im falschen Stream und dann glaubt die andere Person, sie hätte einfach nur mehr Delay oder einer hat einen geringeren Delay und plötzlich glaubt man, dass die andere Person Gedanken lesen kann, einfach nur weil der Stream schon ein paar Sekunden weiter voran ist. Das hatten wir bisher bei Events in der physischen Welt nicht. Auf der R3S-Bühne ist das Audio für uns manchmal rausgefallen, aber weil einer unserer Übersetzer diesen Vortrag schon einmal übersetzt hatte oder schon mal zumindest teilweise und er danach abgebrochen wurde, wusste diese Person schon das meiste über den Vortrag und konnte eine Art PowerPoint-Karaoke-Übersetzung zu machen und den Vortrag also fast nur von den Slides ohne Audio übersetzen. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, bei den beiden Teammitgliedern mich zu bedanken, die diesmal nicht mit uns übersetzen konnten, weil sie sonst so viel übernommen haben, und das sind STB und Kathi. Und das ist alles von C3 Lingo. Vielen Dank. Hallo, hallo. So, jetzt kommen wir zu dem Untertitelthema und mit den Slides, die ihr jetzt gerade schon gesehen habt. Alles klar, hallo, ich bin TD vom Untertitelthema und nächste Slide bitte. Um euch mal kurz zeigen, wie wir von dem Chord zu den Untertiteln bekommen. Wir machen also eine Spracherkennungssoftware, die ein Transkript macht, die Software macht. Dann gibt es, wir machen ein bisschen Auto-Timing und dann haben wir Subtitle-Timings und dann haben wir Menschen, die sich das angucken. Nächste Slide. Wie gesagt, man sieht, wir haben hier Subtitles an verschiedenen Niveaus von Fertigstellung. Man sieht, die Zahlen gehen alle nach oben, wie es sollte. Insgesamt hatten wir 68 Engel, die 4 Schichten gemacht haben. 83% sind dann am zweiten Stift gewesen. 10% unserer Engel haben 12 oder mehr Schichten gemacht. Und insgesamt hatten wir 382 Stunden für 47 Stunden Material. Wir hatten 2 Releases für RC3 und hoffentlich mehr. Und 35 Releases für alle Konkurrenzen. Wir haben 41 Stunden Transkripte, 20 Stunden getimed und 51 Hours dann schon fertig in der Qualitätskontrollstufe. Nächstes Slide. Wenn man ein Transkript hat, dann kann man da coole Sachen machen.
zum Beispiel, man kann zum Beispiel schauen, was wichtig für Kongress war. Wichtig war vor allem das Wort People. Und wir warten natürlich auf andere coole Ansätze, die machen. Um das alles zu tracken, haben wir ein High Performance, ein Kanban benutzt. Und da wir kein Windows im CCA benutzen, haben wir das virtualisiert. Deswegen nutzen wir jetzt eine Kanban-Software. At this point, I would like to thank all our hardworking angels for their work. Next slide, please. Danken. Wenn ihr euch Langweil zwischen den Kongressen, könnt ihr auf unser Untertitelteam-Webseite gehen. Wenn ihr euch für uns interessiert, dann kommt auf Twitter und es gibt hier auch einen Link, wo die Subtitles sich drauf finden. Dankeschön. Thank you, TD. Vielen Dank. Bevor wir weitergehen zum POC, wo Drake auf uns wartet, bin ich mir sicher, dass ihr euch alle fragt, warum diese Leute alle immer sagen, nächste Folie. Und wartet noch ein bisschen, am Ende dieser Infrastructure Review haben wir eine Meta-Infrastructure Review. Aber zuerst zu Studio 1. Seid ihr bereit? Okay. Hallo, ich bin Drake vom Phone Operations Center und ich will euch unsere Zahlen präsentieren und vielleicht ein paar Anekdoten am Ende unseres Teils. Also weiter zur nächsten Folie, bitte. Zuerst zu den Zahlen. So first of you registered about ihr habt 1195 Anschlüsse registriert. Das sind ungefähr 500 mehr als beim letzten Kongress. Ihr habt auch 21.000 Anrufe gemacht. Das sind ein bisschen weniger als beim letzten Kongress, aber wir sind trotzdem noch sehr stolz darauf, wie ihr unser System benutzt habt. Und es ist trotzdem sehr stabil gelaufen. Und wie ihr unten seht, hatten wir auch 23 Deckt-Antennen auf diesem Ereignis, auf diesem Event. Also weiter zur nächsten Folie, bitte. Das ist unser neues Feature. Es heißt die Event from Decentralized Deckt Infrastructure, die wir für dieses Event vorbereitet haben, die App DDI. Wir hatten 23 RFPs online und mit 38 Deckt-Telefonen, die daran angeschlossen waren. Aber wir haben nicht nur Deutschland abgedeckt, wir hatten sogar eine mobile Station, die in Österreich oder zumindest über die Grenze nach von Passau ausgestrahlt hat. Das heißt, wir hatten ein dezentralisiertes Event. Wir haben auch ein paar Anekdoten. Vielleicht haben einige von euch bemerkt, dass wir eine funktionierende öffentliche Telefonzelle hatten, wo ihr andere Leute auf ihrem SIP-Telefon oder über das SIP-Telefonsystem anrufen konntet. Und manche haben auch mit unserem System gespielt. Und ich glaube, gestern hat jemand angefangen, C3 File einzuführen. Das heißt, ihr konntet einen Flammenwerfer über unser Telefonnetzwerk kontrollieren oder steuern. Und ich möchte euch ein Video zeigen, auf der nächsten Folie bitte. I have quite a delay and waiting for the video to play. Ihr seht also, dass das C3 Fire-System tatsächlich von einem Decktelefon irgendwo in Deutschland gesteuert wird. So, next slide, please. Wir haben euch auch SSTV-Dienstleistung zur Verfügung gestellt über die Telefonnummer 2229. Wo ihr Bilder von Eventformen empfangen konntet. Zum Beispiel also so wie eine Postkarte. Ihr konntet diese Telefonnummer anrufen und ein Bild erhalten. Dieses oder andere Bilder. And next slide, please.
Yeah, basically that's das ist eigentlich alles von Eventphone und damit möchten wir Danke an euch alle sagen für das nette und tolle Event und tschüss von dem ersten Certified Assembly POC. Thank you, POC. Dankeschön, POC und hallo GSM. Ja, hallo, I'm Lynx. Das GSM-Team dieses Jahr war etwas anders, wie ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt mal die nächste Slide. Wir haben es hinbekommen, ein kleines GSM-Netz aufzubauen und auch ein paar SIM-Karten registriert. Also, wo sind wir jetzt gerade? Nächste Slide. Also, wie ihr sehen könnt, hier genau im roten Punkt. Es gibt nicht mal eine wirkliche Punkt für. Wir haben über die 5 Endgeräte Calls bekommen. Wir hatten 5 Extensions gehabt, die registriert haben mit 4 SIM-Cards und an 3 Orten. 3G wurde für mich schon Technologien, 2 Nutzer, ein Netzwerk, gar kein Problem. Schauen wir uns mal genauer an, die Abdeckung. Wir hatten 15 Netzwerke aufgebaut. Wir hatten 2 Basisstationen in Berlin, 1 im Hackerspace im Norden. Einer unserer Mitglieder ist aktuell in Mexiko und dort hat er dann Anonym und Chaos Netzwerk dort aufgebaut. Ja, das ist im Grunde unser Netzwerk. So, bevor wir auf die nächste Slide gehen, wir haben aktuell, was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben 2 Leute anstatt 10 bis 20 und wir hatten Spaß, unser Netzwerk aufzubauen und uns dafür vorzubereiten für den nächsten Kongress. Und nächste Slide. Ja, jetzt mache ich mit Edge Computing abschließend. Wir haben unsere Edge-Fähigkeiten verbessert. Wir hoffen, dass dieses Jahr besser wird und vielleicht spätestens im nächsten Jahr dann remote oder sogar in Person. Spaß. Thank you. And, und ich danke an Lindworm, der die ganze Zeit als Slide-DJ arbeitet. Aber jetzt gehen wir weiter zu den Haxen, die als nächstes dran sind. Hallo, was sind Probleme ohne Menschen? Wir hatten ungefähr 20 organisierende Hexen und insgesamt 40 Events, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht alle davon kenne. Unsere Welt ist ziemlich groß, wir brauchten ungefähr 70 Millionen Pixel, die wir in der ganzen Hexenwelt gezeigt haben. Und das waren hunderte von Commits in unserem GitHub. 130 Menschen haben das Fireplace Badge bekommen und hunderte haben unseren Swimmingpool ausprobiert und dafür ein Badge bekommen. 49 haben gezeigt, wie dediziert sie waren und alle Denkmale besucht in unserem Assembly. Von Tag 0 hatten wir keinen Lag im Big Blue Button und hatten jede Menge Menschen auf einmal in unserer, bis zu 133 Menschen in einem Big Blue Button. Und wir sind jetzt bei 400 Hexen in der ganzen Welt. Wir haben auch neue Twitter-Accounts bekommen. Wir haben über 200 neue Twitter-Accounts.
Aber nicht nur in der virtuellen Welt waren wir aktiv, sondern auch in der physischen Welt waren wir aktiv. Wir haben unseren 50. Goodiebag mit Mikrocontrollern und so weiter verschickt. Und leider haben wir diese Hosen leider nicht mehr auf Lager, aber im Januar werden wir dann wieder haben. No, thank you. Ja, danke schön. Und dann müssen wir noch Grüße schicken an die Chaos-Patin und jetzt treffen wir einen. Hi all. Das ist Mike vom Chaos. Wir haben eine Menge Leute auf dem Chaos aus Minoritäten getroffen und wir sind Mentoren jetzt seit 8 Jahren unseren Mentees bei Chaos-Events helfen und es war ein gutes Zeichen. Wir hatten 65 Mentees und Mentoren gehabt, die auf der Welt waren, 2, die sich in der World getroffen haben und 2, die jetzt in den neuen Mentees getroffen haben auf der neuen Karte mit 1337 Kilo Pixeln. Und hier ist ein kleiner Teil unserer Assembly mit unserem Propeller-Head. Danke für Azariel, Nullrute und Yali. Wir freuen uns darauf, die neuen Mentees beim nächsten Chaos-Event zu treffen. Yeah, I think that was my call. That was great. So next. Nun kommt. Lass mich mal nachschauen. C3 Adventure, seid ihr bereit? Hallo, ich bin Roy. Ich bin Matt und wir reden über das C3 Adventure, die 2D-Welt und was wir getan haben, um all das online zu bringen. Okay. So, als wir angefangen haben, haben wir überlegt, wie wir ein kongressartiges Adventure zur Remote Experience bringen können. Und im Oktober haben wir mit der Entwicklung begonnen. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit der Upstream-Merges, die uns Schwierigkeiten verursacht haben. Und weil Congress einfach der Kongress ist oder die Remote Experience die Remote Experience ist, mussten wir Features recht spät erst einbauen und manche Features am Tag 1 mergen. Das ist erst um 4.30 Uhr passiert, die Authentifizierung. Und am Tag 2 haben wir endlich die Instanzhüpfer gefixt, wenn man von einem Teil der Karte zum anderen springt. Aber ab dann lief es sehr gut und ich hoffe, ihr habt alle die Badges genossen, die heute in die Welt gekommen sind. Seit wir angefangen haben, es zu implementieren, gab es 400 Git Commits in unserem Repository. Einschließlich der Upstream-Merges, aber ich finde interessanter ist, was passiert ist, seit das Ganze live gegangen ist. Wir hatten 200 zusätzliche Commits, die Dinge gefixt haben und das Erlebnis für euch verbessert haben. Um das alles online zu bringen, mussten wir nicht nur über das Produkt selbst und die Welt selbst nachdenken, sondern auch überlegen, wie es deployed werden soll. Der erste Commit im Deployer, also einem Hintergrundservice, der euch die Experience bringt, ist am 22. November passiert. Der erste Klon der Work Adventure Instanz wurde durch den Deployer am 8. Dezember gestartet und ein paar Tage vor
Vorher wurde ich ein bisschen überwältigt und konnte nicht mehr all die Arbeit überlegen, weil ich ja beide Projekte koordinieren musste. Das heißt, mein Kollege hat übernommen und hat mir sehr geholfen und ich gebe jetzt weiter an ihn. Imagine that on day minus five I get a... Am Tag minus 5 habe ich eine Nachricht von einem Freund bekommen, der meinte, hey, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich gesagt, okay, los geht's. And Rang tells me that okay, so we can... okay, wir können jetzt eine Instanz spawnen und uns dann das Starten von dem Deployer. Und dann hört meine Musik auf. Ich höre Musik über das Internet und ich frage mich, warum sie stoppt. Und dann fiel mir auf, oh, da sind eine Menge Dinge im Log plötzlich. Und Tag minus 4 fiel mir auf, dass der Deployer alle paar Sekunden eine Kopie von sich selber spawnte. Seit Tag minus 4 bis Tag 1 haben wir das im Grunde neu geschrieben. Und an Tag 1 sind wir bereit, fast bereit. Ich habe vergessen zu sagen, dass als wir fast 200 Instanzen einmal deployen wollten, es auf einmal nicht mehr funktionierte, weil alles dann ein Timeout werfen würde. Wir haben das schnell gepatcht und um 13 Uhr hatten wir unser erstes Deployment. Das hat funktioniert und alles war in Ordnung. Aber warte mal, warum sind alle auf einer Instanz? Es stellt sich heraus, dass wir einen Bug hatten, nicht im Deployer, sondern in der App, der euch von der Lobby in die Lobby auf einer anderen Karte bringen würde. Das heißt, wir hatten eine Menge Probleme mit Menschen, die einander nicht sehen konnten, weil sie alle auf verschiedenen Instanzen der Lobby waren. Und wir haben hart gearbeitet. Und wir können sehen, dass wir haben hart gearbeitet, um euch in der Assembly zusammenzubringen. Ich glaube, es ist uns gelungen. Könnt den Separationsgraph hier sehen. Der erste Tag war unser fast beliebtester und am zweiten Tag konnten wir, war es ein bisschen weniger, aber wir hatten immer noch tausende User gleichzeitig. What else about this? The most popular... Die beliebteste Instanz war die Lobby natürlich. Of course, die zweitbeliebteste Instanz war die Hardware Hacking Area eine Zeit lang. Then, und dann das Cert, glaube ich. Next slide, please. We have counted, well, first of all, we've had. Insgesamt hatten wir 205 Assemblies. Die Tagzahl wurde jeden Tag größer, weil die Leute natürlich den ganzen Kongress über an ihren Karten gearbeitet haben. CERT hatte eine Zeit lang über 1000 aktive Karten, was er den Map-Server abstürzen lassen. Einige von euch haben vielleicht gemerkt, dass er mehrere Male an Tag 3 abgestürzt ist und sie haben ihre Zahl an Karten auf 255 reduziert und das war dann in Ordnung. Am Ende von Tag 3 habe ich gezählt, dass es ungefähr 628 Maps gab. This is less than than was Nicht alle davon waren unbedingt verfügbar, weil es mitten in der Nacht war. Aber in den Karten, die ich gefunden habe, wurden über 2 Millionen Tiles verwendet und die könnt ihr selber erkunden. Ich wünsche mir, ich hätte es selber erkunden können, aber das hier zu deployen hat auch Spaß gemacht. Next slide, please. And what? Yeah. Just, um kurz einzugreifen, ich will wirklich allen danken, die
Arbeit in ihre Karten gesteckt haben und diese Erfahrung zum Funktionieren gebracht hat. Wir haben die Infrastruktur gebaut, aber ihr habt den Spaß mitgebracht und dafür möchte ich euch allen danken. The more things happen on the infrastructure. Ja, je mehr auf der Infrastruktur passiert, desto mehr Spaß haben wir. Ich hasse es zum Beispiel zu starten, das, und das habe ich im Grunde auch nicht getan. Ich habe 5 Stunden in der Nacht geschlafen und dann hat mein Kollege 5 Stunden am Tag geschlafen und den Rest der Zeit waren wir wach. Der Uptime-Rekord sind jetzt aber 30 Stunden ohne Unterbrechen, denn es war so wichtig, ach nee, es sind, ich war 27 Stunden am Stück wach, weil es so wichtig war, das zu euch zu bringen. Wir haben konstant Sachen neu deployed. So wie es gebaut ist, habt ihr nicht gemerkt, dass ihr aus der Instanz gekickt wurdet, aber dann eine Zeit lang könnt ihr nirgendwo mehr reingehen. Aber ich habe lange gewitzelt, dass ich Pseudo-Kubernetes implementiert habe, weil es sich selber deployed, aber am Tag 3 habe ich gemerkt, dass ich die wahre Erleuchtung errungen habe, weil wir entschlossen haben, alles auf einmal neu zu deployen. Der Grund ist, dass wir unter DDoS-Angriffen litten und wir Dinge ändern mussten, um das zu beheben. Und das haben wir getan und dann war alles in Ordnung. Aber dann habe ich einen Tippfehler gemacht. Und dann ist das Deployment schwer geschlagen und als das passiert ist, wurden alle Server gelöscht. 405 Server wurden gelöscht von was eine einzelne Zeile war. Das war kein Problem, es war am Schluss dann alles in Ordnung. Where is human to automate mistakes is DevOps. Next slide. Es ist wichtig, dass diese 405 Server von Hetzner zur Verfügung gestellt wurden. Wir hätten das ohne ihre Infrastruktur, ihre Cloud nicht leisten können. Und der Grund, warum wir danach so schnell wieder ans Netz gehen konnten, war, dass die Server zwar gelöscht wurden, aber fast sofort neu provisioniert werden konnten. Das ist alles. Vielen Dank, dass ihr unsere Infrastruktur ausprobiert habt und ja, danke. Dankeschön, C3 Adventure. Also, das war offensichtlich die erste Konferenz, nicht Mate Bottle runterfallen hatten. Vielleicht versuchen wir es nächstes Jahr mal. Dann die Lounge. Da muss ich jetzt auch für die nächsten Slides mal bitten. Die RC3 Lounge Art. Ich soll vorlesen, wenn da wohl jemand unterwegs war. Und alle haben dafür gesorgt, dass die Lounge das geworden ist, was sie ist. Es waren also Leute in Berlin, Mexico City, Honduras, London, Zürich, Stockholm, Amsterdam, Rostock, Glasgow, Leipzig, Santiago de Chile, Prag, Hamburg, Krakau, Tokio, Philadelphia, Frankfurt am Main, Köln, Moskau, Taipei, Hannover, Shanghai, Seoul, Vienna, Karlsruhe und Guatemala. Dankeschön. Das nächste ist das Hub. Should we wait in Studio 2?
you guys from making the mail. So the next is Dahab. And hey, should we wait until it's to you too? Software is based in Django and it's intended to be. Die Software ist in Django geschrieben und sollte für das nächste Event benutzt werden, aber das Problem ist natürlich, es ist eine neue Software, ihr müsst eine Menge Integrationen live während des Setups an Tag 0. Oh, okay. No? Okay. Hallo, ich präsentiere für das Hub, oder ich präsentiere das Hub. Das ist eine Software, die wir für diese Konferenz geschrieben haben. Sie ist basiert auf verschiedenen Komponenten. Alle davon sind auf Django basiert. Es soll in zukünftigen Events wiederverwendet werden. Und unsere Hauptherausforderung ist, dass es eine neue Software ist. Wir haben sie geschrieben und viele Integrationen waren erst an Tag 0 oder Tag 1 möglich. Und sogar noch an Tag 4 haben wir noch eine Menge Updates und Commits in das Repository produziert. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir die ganze Nacht jede Menge Commits geschrieben, ein paar um 6 Uhr morgens, das tut uns leid. Und für die Zahlen, ihr benutzt die Plattform sehr reichlich. Einige Zahlen sind schon wieder veraltet. Von den 360 Assemblies, die sich registriert haben, wurde nur eine kleine Zahl akzeptiert. Einige davon waren Leute, die einen Workshop machen wollten und versucht haben, eine Assembly zu registrieren oder auch Duplikate, also organisiert euch bitte. Wir hatten 940 Events ungefähr im System. Ihr erstellt immer noch welche, vielen Dank. Die werden mit den Studios koordiniert, das heißt, wir integrieren all die Events von allen Studios, all die self-organized Sessions und alles. Die Badges, momentan habt ihr 411 Badges erstellt und davon haben wir 9269 Achievements und 18.000 Sticker. Die Dokumentation war leider 404, weil wir wirklich sehr beschäftigt damit waren, Software zu schreiben. Einige Dokumentation wurde schon geschrieben, mehr wird noch später zur Verfügung gestellt. Wir werden das ganze Ding natürlich Open Source oder als Open Source zur Verfügung stehen, aber momentan sind wir noch in der Produktion und räumen ein bisschen auf. Und schließlich für ein paar Zahlen, die Anfragen pro Sekunde waren ungefähr 400. Mitten in der Nacht, als die Welt redeployed wurde, hatten wir nur so ungefähr 50 Requests pro Sekunde, aber es war dann später bis zu 700 pro Sekunde. Und die Authentifizierung für die World, für das 2D-Adventure, waren ungefähr 220 Requests pro Sekunde. Mehr oder weniger stabil, wegen einigen Bugs und wegen starker Beanspruchung. Wir sind dankbar dafür, dass ihr die Plattform und den neuen Hub verwendet habt und hoffen, euch beim nächsten Event zu sehen. Vielen Dank. Thanks. Hallo, danke. Und das nächste ist Peter Lars. Er ist vom C3 Audi Team. Er wird uns erzählen, was er und sein Team dieses Jahr gemacht haben. Hi, vom C3 Audi. Ich war echt beschäftigt dieses Jahr, wie ihr schon sehen könnt, wie bei den Zahlen auf der nächsten Slide sehen könnt. Wir haben
37 Audi Angels und heute hatten wir die 200. Stunde erreicht von Schichten. Wir hatten 10 Orga-Mumbles, die zu dem Event geführt hatten und wir hatten 5 Millionen unique, also einzelne Pixels in unserem Repositorium. Wir haben mal den kleinsten Fairy Dust vom RC3 von einem tatsächlichen Filter gemacht und der Tree des Solches ist hier das einzige, was biodegradierbar ist. Auf unserem nächsten Slide seht ihr, dass wir außerdem 6 Panel-Diskussionen vorgerechnet haben für autistische Kreaturen, die ihre Erfahrungen bis in 5 Spielsektionen, damit wir miteinander uns austauschen konnten. Wir hatten einen Talk, einen Podcast und ein externes Panel. Wir hatten bis zu 80 Teilnehmer pro Panel aufgeteilt werden in 5 Breakout-Buttons geteilt werden, dass sie eine gute Diskussion haben konnten. Als 1000 Zeilen Information, aber 1000 Zeilen Markdown wären nicht genug für mich, um meine Dankbarkeit auszudrücken für all die tollen Kreaturen, die uns geholfen haben, diese Erfahrung stattfinden zu lassen für alle Audi-Teams. Und so dankbar, euch bald zu sehen. Jetzt glaube ich, brauche ich ein bisschen Einsamkeit für mich selbst. Tschüss. Thank you, Better Lars. So, Dinkrom, bist du bereit? Das nächste ist, glaube ich, ein Video. It's from the C3 Inclusion Operations Center. I don't know their short name. C3IOWOC. Und C3IOWOC. 3, 2, 1, los. Hallo, ich bin NWNG von C3IOWOC. Dieses Jahr haben wir viel an Barrierefreiheitsguides gearbeitet. So, Video ist like Video abzuspielen ist heutzutage sehr schwierig, weil wir Dinge nur live gemacht haben. Live bedeutet, dass viele Pixel von diesem Glas durch all diese Kabel geleitet zu euren Gläsern, eurem Bildschirm geleitet werden müssen. Synchronously with all the head deck. Okay, now I spent already enough time. Ich glaube, switch back to. Probieren wir es nochmal mit dem Video, Lindy. Oh, I tell you what we're going to. The event for everyone. And especially people with. Hallo, ich bin NWNG von dem neuen C3 Inclusion Operations Center. Dieses Jahr haben wir an Barrierefreiheitsguides gearbeitet. Die Assemblies es leicht tun sollen, das Event für alle zu verbessern, besonders für Menschen mit Behinderung. Wir haben auch individuell mit Teams gearbeitet, um herauszufinden, was immer noch verbessert werden können. Aber es gibt wirklich noch viel zu tun. Außerdem haben wir einen komplett vollständigen Guide mit Dark Mode und barrierefreier Schriftartauswahl veröffentlicht. Und der sieht trotzdem noch mit JavaScript gut aus. 100 Internetpunkte für das. Wir haben euer Feedback per Mail und Twitter gesammelt. Wenn ihr über irgendwelche Barrieren gestolpert seid, dann nehmt bitte Kontakt auf über c3ioc.de.
Vielen Dank für uns. Danke für das Video. Endlich funktioniert die Technik. So. Kennt jemand von euch mit Computern aus? Naja, Curtis kennt sich damit aus und er wartet in Studio 1, um uns etwas zu erzählen über C3 Gelb. Ja, willkommen. Ich gucke immer noch auf die Festplatte. Vielleicht erinnert ihr euch daran von ganz Anfang an. Es muss desinfiziert werden, also richtig gut desinfiziert werden. Also vielleicht kann ich es danach sehr herausnehmen am Ende des Events. Wir haben 777 Handwaschmöglichkeiten, 3 FF-Hacks, Müllentsorgungsmöglichkeiten. Wir haben das Datum von nahezu allen von 175 Desinfektionsmöglichkeiten gecheckt und obwohl zu einem bestimmten Moment da wir in der 2D-Welt unterwegs waren, mussten wir einen Channel umgehen, weil 2 digitale Katzen und auf die Bäume waren, mussten wir helfen. We have a couple of options ongoing. A lot of work had Menge Arbeit wohl war vorher gewesen. Wir hatten ganzen Corona-Sachen, einige Sachen, die liefen. Wir haben tatsächlich nach einem engen Desinfektionsbecken arbeiten, um da die maximalen Möglichkeiten für die Sauberkeit haben. Und außerdem reden wir mit dem Borg, ob wir vielleicht ein paar Globuli Maxi Cubes nutzen können für den Chunk auf dem nächsten Event. Um ein paar mehr Bachblüten zu bekommen, brauchen wir jemanden, der beim Potenzieren helfen kann für die homöopathische Substanzen. Also wenn Sie da Lust drauf haben, dann schreibt uns einfach eine Info an. Info@cs3gelb. Danke, Kritis. Es freut mich, endlich deine Stimme zu hören. Ich kenne dich sonst nur von Twitter, wo ich deine Sachen retweete und du meine. Nein, du meine eigentlich nicht. Vielleicht wirst du das ja ändern. Vielen Dank. Aber Chaos Post war auch dabei. Und Tree Later, von dem wir vorher schon gehört hatten, hat noch mehr zu erzählen. Okay. Willkommen, ich bin's wieder. Ich habe mich ja ein bisschen anders angezogen. Ich bin hier nicht mehr für die Signal Angels, sondern für die Chaos Post. Wir hatten ein Online-Büro dieses Jahr wieder. Das ist ein Online-Post-Amt. Wie wir schon bei den D-Box. Und ich habe eine Statistik für euch. If it's still the title page, please switch to the first one, where it lists a lot of numbers. Wir hatten 567 Nachrichten, die tatsächlich, die insgesamt übermittelt wurden. Und 12 davon konnten wir nicht ausliefern, weil Postfächer nicht existierten oder voll waren. Wir haben Mails an 43 TLDs ausgeliefert. Die meisten gingen an .de, .com, .org, .net und .at für Österreich. Wir hatten einige Motive, zwischen denen ihr auswählen konntet. Das beliebteste war die Fairy Dust bei Sonnenuntergang. Das haben 95 von euch ausgewählt. Wie ist es mit der Dienstleistungsqualität? Die geringste Zeit von dem Eingang bis zum Ausgang der Nachricht waren etwas mehr als 4,2 Sekunden. Die höchste Verzögerung waren 7 Stunden über Nacht, als keine Mitarbeiter verfügbar waren, weil sie entweder geschlafen haben oder irgendwie in der Lounge beschäftigt waren. Und die durchschnittliche Nachricht hat 33 Minuten gebraucht von unserem Briefkasten bis zum Postausgang. Ein paar Spaßfakten. Wir hatten an den ersten Tagen Probleme an T-Online auszuliefern. Das wurde aber später gefixt. Ein Provider wollte unsere Mails nicht annehmen, weil
sie den Domainnamen rc3.world enthielt, weil irgendwie neue Domainnamen gruselig sind. Aber das haben die sehr schnell gefixt, mit einem echt netten Kontakt auch. Manche haben versucht, digitale Postkarten an Mastodon-Accounts zu schicken, weil die aussehen wie E-Mail-Accounts, glaube ich. Wir hatten auch ein neues Feature diesmal. Das war unsere Empfänger mit bestimmten Namen. Du konntest also zum Beispiel Mail an das Serge schicken, ohne ihre Adresse zu kennen. Und sie hatten auch eine wunderschöne Postkartenband, wo ihr alle Postkarten sehen könnt, die ihr ihnen geschickt habt. Und das könnt ihr auf Twitter sehen. Vielen Dank. Thank you, so. Chaos Post. Danke, Chaos Post. Ja. Hallo, bist du noch da? Hello. So wir sind fast fertig. Ich höre dich. Also jetzt muss ich noch mal ein bisschen ein paar Slides mischen. Hier ist jetzt noch nicht so viel vorbereitet. Du machst das wirklich gut. Danke, dass du das tust. Nur aus Neugier. Hattest du Schwierigkeiten, die ganzen Kekse anzunehmen? Nein. No, not really. I heard Why? Somewhere that some really smart people had problems using the site because of cookies. Oh. Ah, es ging um Webcookies. Nein, ich konnte nur die Webseiten nicht benutzen, weil zu viele Leute da waren. Das war oft eins meiner Probleme. Aber ich hoffe, du siehst nicht, was ich jetzt gerade mal im Hintergrund mache, unsere Pads zu starten. Was ich eigentlich nur sagen wollte an euch alle, das war der erste Kongress, bei dem wir so viele Frauen und so viele Nicht-Cis-Leute, die Shows geliefert haben und vor den Kameras waren und alles hergestellt haben und aufgebaut haben. Danke, dass ihr das gemacht habt und danke, dass wir mehr und mehr divers werden jedes Jahr. Das kann ich nur so unterstützen. Und jetzt switchen wir zum C3-Infrastructure. Ich glaube, eure Fragen werden von Ihnen beantwortet. And I try to make up the slides Yay. For that, but I do not find them right Hit now. I'm on TV. Welcome to the infrastructure review of the team infrastructure. Hier vom Team Infrastruktur. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die neueste Version der Folien habe, weil der Stream schon zu ist. Lindwurm, kannst du das nochmal neu starten? And if you're seeing a burning computer, then we have the actual slides. Let's just play PowerPoint Karaoke without the background music. Yeah. So, also im Grunde ist das jetzt PowerPoint Karaoke ohne Musik und ohne Folien. Now I'm seeing me. Let's wait a few seconds. Ja, warten wir noch ein paar Sekunden, bis die Folien da sind. I want to wait the entire stream delay. It's just about 32 minutes. Ja, wir haben ja kaum überzogen. Yeah, I'm Thies and I'm waiting and this is Patrick and he's waiting too. Yeah, but that's in the middle of the slides. Can we go? So, wir sind gerade in der Mitte. Yeah. Das kommt in der Mitte der Folien eigentlich, aber dann fangen wir damit an. RC3 Info. So, nächste Slide. Nächste Folie. An Hardware. Wir hatten 9 Terabyte RAM und 1700 CPU-Kerne. Und während des ganzen Events nur eine SSD ist gestorben. Also, das lässt sich nicht vermeiden, alles geht kaputt. 5 tote RAID-Controller. Und größtenteils haben wir es einfach mit neuen Servern ersetzt.
und 100% Uptime. Also es war alles immer online. Wir hatten 42 Stunden Startbildschirme von professionellen Servern. Und wir sind jetzt zertifizierte Enterprise Ops Server. Wir hatten weniger Besucher mit IPv6. Almost full IPv6 coverage, except some really, really shady. Nur ein paar komische, nicht ordentlich gemanagte Netzwerke. Still not at the Wir hatten also immer noch viel zu wenig IPv6. I'm not quite sure if that's the Ich bin nicht sicher, ob das die richtigen Folien sind. But I'm not quite sure Und wo wir im Text sind. Text. Ja, Patrick. Yeah, Patrick. Yeah, so, Vor dem Kongress gab es eine Voraussage, keine Chance, dass es keine DNS geben wird. Und ja, lass uns direkt zum nächsten Thema. Betriebssystem. Wir haben 300 Nodes mit Ansible zur Verfügung gestellt. Keine IP-Slots in Zugang. Wir haben minimales Logging eingestellt. Wir hatten nur ein paar Warnungen, die verfügbar waren. Keine Infologs, keine Debug-Logs. Also so wenig Logs wie möglich. Manche Software wollte einfach nicht aufhören. Das haben wir dann also auf Null verschoben, dass es nicht gespeichert werden konnte. Ansible war ein magisches Deployment. Und wenn irgendwas kaputt war, war das meistens irgendein Netzwerkproblem. Naja, also die größte Zeit hat das funktioniert. Einmal war es kaputt. Also wenn etwas kaputt war, naja, das Thema ist natürlich schwierig, weil das Netzwerkteam sagt, es war nicht dein Netzwerkproblem, da gibt es interne Streitigkeiten. Und oft gab es einen Infrastruktur-Angel, Engel, der einfach etwas voreifrig war. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Und jetzt wollen wir mit unserem Goldsponsor DDoS24.net reden, weil das unser Goldsponsor DDoS24.net hat geliefert. Es gab eine große Nachfrage. Und sogar durch den meisten Anfragen, also zu den Zeiten, als die meisten Anfragen reinkamen, konnten wir die meisten davon auch beantworten. Also wir waren tatsächlich, es war beeindruckend, wie schnell wir Sachen online bringen konnten. Wir hatten 6 Locations. Und 6 davon waren, die 6 haben sich sehr unterschiedlich verhalten, also alles einzigartige Schneeflocken. 2 Terabyte RAM, 10 Gigabyte pro Sekunde. Einmal hatten wir wir hatten sogar eine 1 Terabyte pro Sekunde InfiniBand Verbindung, aber die konnten wir leider nicht verwenden. Und ein Admin hat niemals die Server eingebaut. Also wir haben einiges gelernt. Die Daten hier seht ihr auf dem Screen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht, das jetzt alles vorzulesen. Aber wir mussten etwas kreativ werden mit der Hitze, weil der Temperaturmanagement schwierig werden. Als nächstes war Frankfurt. Da hatten wir 600 Gigabit Uplink. Wir haben davon nur 22 benutzt. Und auch hier durch unseren Premium-Sponsor DDoS24.net. Es gab keine Netzwerkverstopf. Und 1,5 Gigabit pro Sekunde waren IPv6.
network engineers of you. Wir hatten eine voll Layer 3 Architektur. MPLS between the WAN routers and there was a night shift. Und zwischen 26. und 27. hatten wir eine Nachtschicht, um mehr Server einzurichten, weil die Lieferung zu spät kam. Fun Fact über das Data Center war, dass die maximale Bandbreite 50 GB pro Sekunde war. Wir hätten auch die meisten manuellen Interventionen. Wir hatten auch Hardware in Stuttgart. Das war ein sehr einfacher Aufbau. Dank Neuner und Team hatten wir zwar eine Nachtschicht, aber es war sehr einfach und es war auch das ruhigste Datencenter. Von Tag minus 5 bis jetzt hatten wir da nichts, keine Zwischenfälle. Also, wenn ihr in Stuttgart seid, jetzt könnt ihr anfangen mit den Zwischenfällen. Jetzt ist es schon gesagt. Wir haben einen Hardware Rate Controller gekillt, also konnten wir nur noch zwei verwenden. Ja. Hamburg war der kleinste von der Uptime. Das konnten wir niemals wirklich benutzen, weil NetBoot kaputt war. Und dann hatten wir noch die Hetzner Cloud. Vom Datencenter haben wir eine Covid-Warnung bekommen, hat uns aber nicht betroffen, weil es zum Glück eine andere Location war. Aber vielen Dank für die Warnung. Die Teamlead of a sponsor needed to install Proxmox in a DC. Also ein Teamleiter eines Sponsors hat auch einen Proxmox installieren müssen, ohne dass er wusste, was er tut und ohne uns Bescheid zu sagen. Und wir mussten dann auch einige umziehen, wir mussten Lorry umziehen, bevor wir das richtig starten konnten, aber lass uns zu Jitsi weitergehen. Wir hatten in der Maximum 1105 Nutzer gleichzeitig. Wir hatten 204 Konferenzen gleichzeitig. Die größte Konferenz war 94 Leute. Also diese Daten sind von gestern. Vielleicht kam heute noch was Größeres. Und mein Beileid an eure Computer, die da teilgenommen haben, das muss hart gewesen sein. Und der Peak-Traffic, der rausging, war 1,3 Gigabit pro Sekunde. Und wir hatten 3/4 der Teilnehmer mit Video. Und ein Viertel dementsprechend ohne Video. Unser Jitsi war komplett automatisiert. Also von 0 auf Jitsi in 15 Minuten. Wir hatten es in 4 Shards, also wenn einer runtergegangen ist, dann waren die anderen immer noch da. Es gibt natürlich Sachen in der Infrastruktur, die man nicht wirklich skalieren und clustern kann. Die Jitsi Video Glitches waren bei 42% Peak. Bridges, Entschuldigung, die Videobrücken waren bei 42% im Peak. Und ja, da haben wir also ein bisschen zu viel eingebaut. Dazu wird es in Zukunft auch ein Video geben. Und in den nächsten Tagen werden wir auch 4K-Streaming einschalten. Also warum nicht benutzen? Und wir wollen dem FFmeet-Projekt vielen Dank ausrichten. Sie haben uns geholfen, wie wir die Last richtig verteilen und wie wir damit umgehen können. Und ja, Decked Call Out, also dass wir mit dem Decked-System raustelefonieren könnten. Wir haben lange versucht, den
Call-in, Call-out. Ja, wir haben lange versucht, das zum Laufen zu kriegen, aber es hat nicht ganz geklappt. Jitsi.rc3.world wird übers neue Jahr, also über den Jahreswechsel, laufen. Ihr könnt euch also mit euren Freunden da treffen. Bitte bleibt in der analogen Welt getrennt. Bitte helft, den Virus nicht weiter zu verbreiten. Ja, weiter zum Monitoring. Ja, erst ist es wirklich lustig, wie ihr diese Seite hinzugefügt habt. Ja, ich hoffe mal, dass Lindwurm das jetzt nicht neu lädt. Ist gerade, ist alles gut, einfach so lassen. Also Monitoring. Wir hatten Prometheus mit dem Alert Manager und natürlich die einzige Quelle der Wahrheit, Netbox. Wir haben 34.858 kritische Warnungen oder kritische Alarme und mein Telefon ist jetzt definitiv warm oder definitiv mehr geworden und 13.070 Warnungen. Ja. Wir haben uns um etwa 100 davon gekümmert, also war es relativ nutzlos. Ja, es ist wichtig, dass man sich darum kümmert, wenn es Missbrauchsfälle gibt. Und wir haben zwei E-Mails von Hessner bekommen, dass irgendjemand der unsere Infrastruktur nicht so sehr mochte wie wir. Und wir haben einen Anruf bekommen an der Missbrauchshotline und die wollten wissen, ob man noch Tickets kaufen kann. Leider gab es keine mehr. Next slide, please. Some other stuff is, wir haben ein Premium Ansible Deployment komplett durch Thüringen komplettes YAML. Das klingt jetzt ziemlich gruselig. 130.000 DNS-Updates. Thanks to the World Team at this point, they're really stressing our DNS. Also das Weltteam hat hat mit dem Redeployment wirklich einen Stresstest hier gemacht. Und danke für Flupke und Interweb Thingy. Er hat auch einen Blogpost darüber geschrieben, wie man mit NixOS veröffentlichen kann. So, nächste und letzte Slide von uns. Die Liste der Sponsoren. Huge thanks to all of them. Danke an euch alle. Es ist nicht möglich, so ein großes Event ohne euch zu machen. Und das ist alles. Amazing. Großartig. Vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe euch versprochen, dass es ein Blick hinter die Kulissen dieser Infrastructure Review gibt. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Alles wurde von anderen Menschen gemacht. Ich bin nur ein Herald, der irgendwie in dieses Stream gestolpert ist. Und ich sage einfach nur, schaltet um, wohin auch immer, zeigt uns die Magie. Vor 3 Stunden habe ich einen aufbekommen. Hallo und willkommen zum letzten Teil der Infrastructure Review und viele Grüße aus Karlsruhe. Vor 3 Stunden habe ich einen Anruf von Nitwon bekommen und er hat mich gefragt, wie ist es mit dem letzten Talk, den wir haben? Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Und er meinte, okay, wir haben einen Speaker, einen Herald, wie immer. Und dann haben wir festgestellt, wir haben nicht nur einen Speaker, wir haben 24. Und dafür haben wir Chaos West angerufen und gesagt, hey, oder eine Infrastruktur aufgebaut, die Dampfkraft für euch jetzt in ein paar kurzen Minuten erklären wird. Vielen Dank. Ja, ich habe meinen Sticker verloren. Nachdem wir Chaos West angerufen haben, haben wir uns diese Monstrosität eines Videoclusters überlegt. Wir fangen hier an. Die Teams
gestreamt über OBS Ninja auf drei Chaos West und drei Chaos West Studios. Die wurden zusammengebracht über RTMP in unserem Mix 1, ein lokales Studio. Und dann haben wir das in Mix 2 gepumpt, was es weiter zum VOG gepumpt hat. Die Folien wurden über ein anderes OBS Ninja direkt in Mix 2 eingebaut. Die kamen von Lindworm. Und das Closing, das ihr gleich hoffentlich seht, kam auch von dort. Und Yusuf und Lindworm wurden direkt über OBS Ninja an den Mix 1 angeschlossen. Mix 2 hat auch die Studiokamera, die ihr jetzt gerade seht. Und für die Kommunikation im Hintergrund hatten wir ein Mumble, das über unsere Audio-Matrix angeschlossen war. Und Lindworm, Yusuf und die Teams und wir im Studio vor Ort konnten uns alle miteinander unterhalten. Und zurück zur Herald News Show, glaube ich, Lindworm wird sie euch vorstellen. Lindworm ist live. Hallo, ist Yusuf immer noch da oder kommt ihr mit? So. Ja, es wird eine Sekunde dauern. Dankeschön für das Review. Es war so chaotisch wie der gesamte Kongress, aber...